Herzlich willkommen zur Wochenendausgabe des Kurier-TV-Magazins. Wir schauen heute ins Burgenland, genauer gesagt zur Gemeinderatswahl in Oberwart, steigen in den ÖBB-Nightchat ein und plaudern mit dem Autor Lukas Pellmann. Gleich zu Beginn ein Einblick über das politische Geschehen im Burgenland. In Oberwart hatte die SPÖ in den letzten Jahren wenig zu lachen. ÖVP-Amtsinhaber Georg Rosner setzte sich 2012 auf den Bürgermeisterstuhl und auch bei der Wiederwahl vor 5 Jahren hatte er leichtes Spiel. Mit Michael Leitgeb hat Rot nun ein heißes Eisen im Feuer, denn der Unternehmer, der formierte ein brandneues Team und will jetzt Rosner vom hohen Thron holen. In Oberwart fehlt der Plan. Mit dieser glasklaren Aussage zog Georg Rosner vor 10 Jahren in den Gemeinderatswahlkampf. Rosner war Vizebürgermeister und die Stadt hatte nach der Finanzaffäre unter dem mittlerweile verstorbenen Ex-Bürgermeister Gerhard Pongratz schwer zu schlucken. Die Suche nach den verschwundenen Millionen aus der Gemeindekasse brachte die Stadt gehörig ins Wanken und dauerte nun schon 3 Jahre. Rosner holte den Bürgermeistertitel in einer Stichwahl und präsentierte einen Konsolidierungsplan. Es waren schwierige Zeiten. Wir haben damals den Gemeinderat 3,4 Millionen ausbuchen müssen, wo Wasserkanalgebühren verjährt sind. Aber ich glaube, wir haben das dann im Endeffekt auch gut gemeistert. Wir haben jedes Jahr ca. 800.000 bis 1 Million Schulden abgebaut und trotzdem Initiativen gesetzt, die wichtig waren. Es war sehr viel mit zu tun im Bereich Kanal und Wasserleitung, ist sehr viel Wasser versickert. Und das merkt man schlussendlich jetzt budgetär, dass wir ca. 250.000 Euro jährlich uns an Wassergebühren ersparen, wo wir Investitionen, wichtige Investitionen für unsere Stadt machen können. 2 Perioden später hat sich einiges getan. Oberwart schöner machen war das Credo des Ortschefs und mit einigen erfolgreich umgesetzten Projekten will Rosner den Bürgermeisterstuhl ein drittes Mal holen. Ich habe immer gesagt, wenn ich zu Hause im Keller einen Rohrbruch habe und die Wasserleitung oder der Kanal bricht zusammen, dann richte ich mir nicht das Wohnzimmer ein. Und jetzt kommen wir schön langsam ins Wohnzimmer. Wir haben sehr viele Hausaufgaben gemacht, haben auch wichtige Investitionen in diesen Bereich gesetzt. Und jetzt ist es Zeit, dass wir auch in der Innenstadt, im Zentrum, Hand anlegen. Die Belebung der Innenstadt ist ein zentrales Thema. Der Stadtpark wird zum Stadtgarten und soll Oberwart ein völlig neues Gesicht geben. Man sieht, der Stadtpark ist in Arbeit, er wird wunderschön, schaut jetzt noch ein bisschen viel Beton aus, aber es wird grün, ich verspreche es. Aber auch mit dem Wettbewerb im Zentrum, das heißt mit einer Landschaftsgestaltung, also Innenstadtgestaltung, haben wir jetzt zunächst einmal eine Planung. Natürlich gibt es da noch viel zu tun, das heißt Detailplanung, gemeinsame Beschlüsse im Gemeinderat. Und da haben wir noch einiges vor, was Oberwart schöner machen betrifft. Absolut unnotwendig, sagt Rosners Herausforderer Michael Leitgeb. Der Unternehmer ist Quereinsteiger, gibt sich volksnah und will den Bürgermeister vom hohen Thron holen. Der Stadtgarten, über das lässt sich streiten, ob das notwendig gewesen wäre in Zeiten wie diesen, wo es an jeden Enden und Ecken eckt, sage ich einmal. Ich denke, das Geld hätten wir anderswo dringender benötigt, als jetzt einen Park umzubauen. Zumindest so aufwendig. Und ich denke nicht, dass der grüner wird, sondern sind wir weit weg, was grün heißt. Der ist noch nicht fertig, aber schauen wir mal, was da rauskommt. Die SPÖ segelte lange Zeit auf Kuschelkurs, doch damit ist nun Schluss. Leerstehende Geschäfte im Stadtzentrum und die Infrastruktur im Allgemeinen sind die heißesten Wahlkampfkohlen. Ist es jetzt Ziel, Bürgermeister zu werden oder die absolute zu brechen? Reicht das auch schon? Na, in erster Linie einmal die absolute brechen. Es kann nicht sein, dass da einfach alles gemacht wird, wie es läuft. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und natürlich das Nächste ist, Bürgermeister zu werden. Warum sollen denn die Leute jetzt Michael Leitgeb wählen? Warum ist er der bessere Bürgermeister? Ja, ich denke, ich bin für die Leute da. Ich bin zugänglich. Ich denke, ich habe Handschlagqualität und wenn ich was verspreche, dann halte ich auch das und was ich nicht
halten kann, verspreche ich gleich gar nicht. Ja, der Herr Leitgeb sagt, das ist alles Ankündigung, Wahlkampfgeplänkel. Nach der erfolgreichen Wahl wird das in der Schublade verschwinden. Ja, kann ich nur lachen. Es ist alles, was wir angekündigt haben. Wenn Sie sich erinnern, wie lange es geredet worden, dass das Rathaus saniert wird. Wir haben saniert. Wir haben die Sportstätten verlegt für den Schulcampus. Wir haben einen Stadtgarten, eine Bürgerbeteiligung gemacht, genauso wie mit der Innenstadt. Und haben einen Stadtgarten, wir sehen da hinter uns, wir setzen das um. Und wenn ich was ankündige, dann setze ich das um. Also das ist jetzt schon ein bisschen dem Wahlkampf geschuldet, aber sei es drum. Wir werden unsere Arbeit weiter fortführen und Gutes für Arbeit tun. Und weil es nur zwei Bürgermeisterkandidaten gibt, wird es heuer auch keine Stichwahl geben. Es bleibt also spannend. Wir bleiben im Burgenland. Jetzt wird's aber ein bisschen kriminell und ich begrüße unseren Gast heute, Lukas Fellmann. Schön, dass Sie da sind. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Es geht jetzt quasi ein bisschen ums Morden und um den Tod. Aber berechtigt, denn das ist Ihr neues Werk, Tod am Neusiedlersee. Wie ist es dazu gekommen, zu Ihrem Werk? Ich habe vorher schon vier Bücher geschrieben gehabt, die haben alle in Wien gespielt. Und im Jahr 2020, nach dem ersten Lockdown, wollte man irgendwie raus aus Wien. Man konnte irgendwie nicht ans Meer fahren. Also haben meine Familie und ich beschlossen, wir schauen ein bisschen ans Meer der Wiener, zum Neusiedlersee. Und nachdem ich gerade auf der Suche damals war nach einer neuen Location für meinen neuen Krimi, hat sich das dann ganz gut ergeben. Und nachdem der Neusiedlersee so eine spannende, abwechslungsreiche, auch historisch sehr spannende Region ist, habe ich mir dann gedacht, okay, lass mal den neuen Krimi am Neusiedlersee spielen. Wie entsteht eigentlich ein Krimi? Wie geht man als Autor an die ganze Sache heran? Viel lesen, viel recherchieren, viel nachdenken, viel auch mit Leuten vor Ort reden, viel unterwegs sein, damit man gerade, wenn es eine neue Location ist, ein bisschen ein Gefühl auch für die Umgebung bekommt, ein Gefühl für die Leute bekommt. Weil gerade als Wiener, der halt über etwas in den Bundesländern schreibt, muss man natürlich immer doppelt aufpassen, dass man da irgendwie nichts herumtut, was vielleicht gar nicht passt. Da habe ich sehr gutes Feedback zum Glück bekommen von den Leuten vor Ort in den Lesungen, die wir im Burgenland gemacht haben, dass das wirklich ziemlich gut recherchiert ist offenbar. Da bin ich sehr froh. Also man muss einfach sehr viel vorarbeiten, bevor man dann tatsächlich zum Schreiben anfängt. Also es ist viel eben online recherchieren, vor Ort sein. Was ist als erstes im Kopf eines Autors bei einem Kriminalroman? Der tatsächliche Tod, die Waffe, der Ort, wie kann ich mir das vorstellen? Wie passieren so die ersten Gedanken und Schritte im Kopf? Es ist tatsächlich ganz unterschiedlich von Buch zu Buch. Bei dem Buch jetzt am Neusiedlersee war klar, ich brauche einen Steinbruch. Ich wollte irgendwie ein Setting haben in einem Steinbruch, wo jemand ums Leben kommt in einem Steinbruch. Bietet sich natürlich in St. Margareten ganz gut an. Und darauf aufbauend braucht man dann einen Täter, eine Täterin. Und sobald man das Setting für den Mord und den Täter oder die Täterin im Kopf hat, ergeben sich die Sachen dann ganz von alleine. Dann fängt man an, von vorne quasi zu überlegen, was passiert nach dem Mord, was sind die anderen Protagonisten, wen braucht man, um die Geschichte schlüssig zu erklären. Das entwickelt sich dann sehr unterschiedlich mitunter. Aber bei mir ist ganz wichtig, zuerst das Setting für den Mord und den Täter und die Täterin und das Motiv zu haben. Ich würde jetzt vorschlagen, jetzt kommen wir tatsächlich zum Mord, Tod am Neusiedlersee. Was darf man schon verraten, um was geht es im Buch? Es geht tatsächlich um einen Mord im Steinbruch, wie schon gesagt. Es geht um einen Ermittler, der aus Deutschland vor der Mafia flüchtet an den Neusiedlersee, in ein geschütztes Refugium, wo er hofft, dass ein bisschen Gras über die Sache wächst. Und es geht ganz viel, und das steht im Mittelpunkt des Buches, ganz viel um den Zusammenhalt. Er versucht erst, den Mord, der ihm quasi in die Schuhe geschoben werden soll, erst alleine aufzuklären, merkt dann relativ schnell, das schafft er nichts. Und dann bekommt er Hilfe und Unterstützung von den Rusterinnen und Rustern und merkt, okay, gemeinsam schafft man die Sachen ein bisschen leichter. Und das ist etwas, was gerade in unserer Zeit heutzutage mir total wichtig ist, dass man nicht schauen soll, dass man alleine irgendwie über die Runden kommt, sondern dass man mit Unterstützung von anderen Probleme sehr viel schneller aus der Welt schaffen kann. Was sind jetzt typische Merkmale von einem Lukas Pellmann-Krimi? Was ist da eigentlich für Sie das Spezielle an Ihren Büchern? Zwei Dinge. Zum einen wirklich die sehr detailgetreue Beschreibung der Regionen vor Ort. Das ist mir ganz wichtig, dass man wirklich merkt, okay, das ist ein Krimi, der wirklich nur am Neusiedlersee spielen kann, weil das Setting einfach genau auf diesen Ort zugeschnitten ist. Zum anderen natürlich die Einbindung von Social-Media-Kanälen. Man kann einem Protagonisten des Buches kann man auf Instagram zum Beispiel folgen und mit dem in Kontakt treten. Ein anderer Protagonist aus dem Buch schreibt Leserinnen und Lesern Postkarten nach Hause. Und
Und diese Interaktion mit den Leserinnen und Lesern war früher in den Büchern für mich schon immer sehr wichtig und ist bei Tod am Neusiedlersee genauso wichtig. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen wahrscheinlich. Es wird aber weiterhin gemordet am Neusiedlersee, denn es wird, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, schon irgendwie eine Fortsetzung vom Tod am Neusiedlersee geben. Genau. Also das Buch jetzt ist der Auftakt zu einer neuen Krimireihe, die grundsätzlich am Neusiedlersee angesiedelt ist. Und das kann man schon verraten, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr weitergehen wird und der Protagonist Nikolaus Lauder den ein oder anderen weiteren Mord aufzuklären hat. Das heißt, es wird spannend und es bleibt spannend. Wir müssen aber noch aufklären, wo ich die Bücher zu kaufen bekomme. Wie komme ich zum Tod am Neusiedlersee? Den Tod am Neusiedlersee bekommt man in jeder Buchhandlung. Das ist mir immer besonders wichtig, dass man im Idealfall zu seinem Buchhändler, zu seiner Buchhändlerin vor Ort geht und dort das Buch kauft, nicht unbedingt online bestellt, weil die Buchhändlerinnen und Buchhändler für die Autoren natürlich ganz wichtig sind in der Literaturvermittlung. Also in jeder Buchhandlung ums Eck kann man das bekommen. Man kann es natürlich, wenn man keinen Buchhändler hat, ums Eck auch bei Online-Plattformen bestellen. Und ich kann mir vorstellen, dass in Ihrem Arbeitszimmer schon einige, Skripten und Notizen stehen, wie es weitergeht. Es bleibt also wirklich spannend. Ja, und ich sage danke für die schönen Einblicke, schönen Einblicke vom Neusiedlersee, die aber ein bisschen dramatisch enden. Aber es bleibt spannend, denn wir werden auf jeden Fall reinschauen in den Tod am Neusiedlersee, ein Kriminalroman von Lukas Fellmann. Dankeschön fürs Vorbeischauen. Danke für die Einladung. Danke. Den Themenschwerpunkt Gesundheit in Schaulieben widmen Ihnen die Apothekerkammern Wien, Niederösterreich und Burgenland. Und wir kommen jetzt zum Thema Gesundheit. Denn Jacke anziehen, Autofahren oder auch das Zähneputzen. Bei Schulterschmerzen wird jede Alltagsbewegung zur Qual. Aber wie Sie die Schulterschmerzen lindern können, das hat Daniela Bruckner für Sie herausgefunden. Schulterschmerzen können viele Ursachen haben und ziemlich lästig sein. Mit diesen Tipps sind Sie bestens gewappnet. Langanhaltende Schulterbeschwerden können viele Ursachen haben und sollten deswegen immer von einem Arzt und Physiotherapeuten abgeklärt werden. Ich gebe euch jetzt 3 Tipps, was ihr machen könnt, um überhaupt nicht erst betroffen zu sein oder auch, wenn es nach Rücksprache mit Arzt und Physiotherapeuten schon soweit ist. Tipp 1. Mobilität der Brustwirbelsäule. Für das Schultergelenk ist die Beweglichkeit extrem wichtig. Es ist das beweglichste Gelenk in unserem Körper. Aber nicht nur die Schulter, sondern auch die Brustwirbelsäule muss gut beweglich sein. Bei dieser Übung solltet ihr 5 Wiederholungen pro Seite machen, mit jeweils einem tiefen Atemzug am Ende der Übung und 3 Durchgänge. Bei folgender Übung mobilisieren wir die Brustwirbelsäule, die auch sehr wichtig für die Schulterbeweglichkeit ist. Legt euch auf die Seite und winkelt die Beine an, wie wenn ihr schlafen würdet. Ein rechter Winkel in Knie und Hüfte. Nun mit der oberen Hand die untere Hand überholen und den Ellbogen weit nach hinten ziehen, wie wenn ihr einen Bogen spannen würdet. Hier bleibt ihr kurz, atmet tief ein und aus. Und versucht nach der Ausatmung noch weiter nach hinten zu kommen. Um die Übung schwieriger zu machen, beginnen wir ebenso, überholen die untere Hand und gehen jetzt in einem großen Bogen mit dem Arm nach hinten. Und so dehnen wir Schulter und Brustwirbelsäule. Tipp 2. Stabilität des Schulterblattes. Nicht nur die Schulter, sondern auch das Schulterblatt muss stabil sein. Mit folgender Übung, dem Gorilla, lernt ihr, wie ihr euer Schulterblatt gut stabilisiert und kräftigt. Hier bietet es sich an, das Ganze auf Zeit zu machen. Versucht, 5-mal hinauf und hinunter zu gehen und dann 30 Sekunden lang abwechselnd auf die Brust zu klopfen. Das Ganze auch wieder 3 Sätze. Mit dem Gorilla kräftigt ihr eure Schulterblattmuskulatur, die wichtig ist, damit die Schulter stark und stabil ist. Ihr geht in den Vierfüßer und schaut, dass ihr eure Fäuste und Ellbögen unter die Schulter bringt. Die Ellbögen sollten immer gestreckt bleiben und sich nicht bewegen. Und jetzt versucht ihr mit dem Brustkorb euch richtig in die Schulterblätter hineinfallen zu lassen und dann wieder hochzudrücken. Die Bewegung findet also nur zwischen Schulterblatt und Brustwirbelsäule statt. Und jetzt bleibt ihr in der hohen Position und klopft euch abwechselnd
auf die Brust wie ein Gorilla. Tipp 3: Kräftigung durch schnelle Bewegungen. Tipp Nummer 3: Der Sommer ist zwar schon vorbei, aber mit einfachen Hilfsmitteln wie einem Handtuch oder auch einer Wasserflasche lässt sich eine tolle Schulterübung machen. Mit der folgenden Übung könnt ihr eure Schultermuskulatur vor allem für schnelle Bewegungen vorbereiten und auch kräftigen. Diese Übung ist sehr intensiv und fordernd, deswegen würde ich raten, nur 15 Sekunden wirklich Vollgas zu geben, dann eine Minute Pause und dann noch einmal 15 Sekunden, in Summe auch dreimal. Für folgende Übung braucht ihr lediglich ein Handtuch oder eine Wasserflasche. Spannt das Handtuch gut und dann versucht es so schnell zu schütteln, wie wenn ihr den Sand am Strand loswerden wollt. Ein super Trainingsgerät kann auch eine einfache Wasserflasche sein. Versucht, euer Schulterblatt nach hinten unten zu spannen, aufrecht zu stehen und dann die Flasche so zu schütteln, dass ihr Mineralwasser macht. Den Themenschwerpunkt Gesundheit in Schauleben widmeten Ihnen die Apothekerkammern Wien, Niederösterreich und Burgenland. Schon länger versuchen die österreichischen Bundesbahnen, das Reisen mit der Bahn attraktiver zu machen. Es gibt zwar gute Angebote, mit dem Nachtzug quer durch Europa zu fahren, aber diese Möglichkeiten sind schnell ausgebucht und meistens ist dann Fliegen doch billiger und vor allem schneller. Rund 800 Millionen Euro investieren die ÖBB, um mehr Übernachtungsgäste auf die Schiene zu bekommen. Die Wiege der Schlafwägen ist in Wien-Simmering. Hier werden die Nightjets der ÖBB designt und produziert. Heute wurde die neue Generation der Nachtzüge vorgestellt. Im Beisein von Klimaschutzministerin Lenore Gewessler wurden die Vorzüge der neuen Garnituren hervorgehoben. Ich fahre regelmäßig, aber ich glaube, mit diesem neuen Design, mit den vielen, vielen neuen Features, die dieser Zug aufweist, mehr Privatsphäre, WLAN, ganz anderes Komfortlevel, wird das für noch viel mehr Menschen eine attraktive Art, sich fortzubewegen, ganz bequem über Nacht von Zentrum zu Zentrum. Und genau das brauchen wir im Klimaschutz, der Nightjet, als Zukunft der Kurz- und Mittelstrecke in Europa. Vom Familienabteil bis zu abschließbaren Einzelkojen plus Dusche. So sollen die Fahrgäste in Zukunft die Nacht auf der Schiene verbringen. Ist in Wirklichkeit nicht vergleichbar mit den alten Nightjets. Das ist ein Design aus dem jetzigen Jahrtausend. Und de facto alle Anforderungen, die uns die Kunden auch hier mitgegeben haben, alle Anregungen, haben wir versucht, hier in dem Design umzusetzen. Und haben das Ziel gehabt, mehr Komfort, mehr Privatsphäre, auch im Bereich der Liegewagen. Ich glaube, ein modernes, ansprechendes Design. WLAN, auch eine massive Forderung. Und im Schlafwagen jeder ein eigenes WC, eine Duschmöglichkeit, respektive im High-End-Bereich sogar auch eine eigene Dusche. Ich glaube, das wird das Reisen noch mal angenehmer und komfortabler machen. Dank neuer Aufhängungen und Federungen sollen Vibrationen kaum noch spürbar sein. Auf die Energieeffizienz der tonnenschweren Zuggarnituren wurde geachtet. Gemeinsam mit unserem Hersteller haben wir auch auf dieser Seite hier Innovationen getätigt. Ich glaube, das wichtigste Beispiel ist hier das Drehgestell, das um ein Drittel weniger Gewicht hat. Und weniger Gewicht bedeutet auch weniger Energiebedarf. Das konnten wir hier umsetzen. Das Reisen mit dem Zug ist bei umweltbewussten Gästen zwar schon angekommen, Plätze in Schlafwagenabteilen sind allerdings kaum zu bekommen. Das erschwert den Umstieg vom Flugzeug auf die Schiene ungemein. Also wir weiten unsere Kapazitäten aus, aber es ist in der Tat so, dass wir seit Mai einen enormen Boost an Nachfrage im Fernverkehr und im Nachtverkehr erleben. Unsere Züge sind über Wochen tatsächlich auch ausgebucht, und zwar in allen Qualitätsstufen. Insofern kann ich nur appellieren, zeitgerecht reservieren. Auch ich muss ab und an einmal sozusagen durch die Finger schauen und bekomme kein Ticket mehr. Das freut mich auf der einen Seite für uns als Unternehmen. Natürlich als Privatmensch schmerzt mich das auch manchmal, natürlich. Das könnte sich ändern, wenn ab nächstes Jahr die 33 neuen Garnituren durch Europa rauschen. Allerdings erst nur nach Italien. Die Zulassung für andere Länder, die steht nämlich noch aus. Kommenden Montag begrüßt Sie Marcel Schachinger wieder mit tagesaktuellen Themen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Alles Liebe. Baba.